Ja, danke, Barbara, zunächst mal für die guten Einführungsworte. Inhaltlich möchte ich gar nicht mehr viel ergänzen. Ich möchte nur noch mal auch die Gelegenheit nutzen, im Namen von Adopt a Revolution Sie alle zu dieser Konferenz zu begrüßen. Wir freuen uns, dass die Konferenz auf so ein großes Interesse stößt. Wir arbeiten von Adopt a Revolution aus seit Ende 2011 sehr intensiv mit der syrischen Zivilgesellschaft zusammen. Wir arbeiten mit über 40 Gruppen in verschiedenen Regionen Syriens zusammen und versuchen auf zwei Wegen zu einer Veränderung in Syrien beizutragen. Das eine ist, dass wir versuchen, die zivilen Gruppen in Syrien, die aus der revolutionären Bewegung von 2011 heraus entstanden sind, materiell zu unterstützen auf solidarische Art und Weise. Und wir versuchen auf der zweiten Ebene hierzulande über die Situation der zivilen Bewegung in Syrien zu informieren. Und ich glaube, genau das ist, was wir mit dieser Konferenz hier heute auch erreichen wollen. Wir haben bei Adopt a Revolution ein Team von fünf Leuten, die nicht viel anderes machen, außer die Kontakte nach Syrien zu pflegen und mit der zivilen Bewegung in Syrien in Kontakt zu stehen. Und wir bekommen dort natürlich sehr viel an Informationen mit. Und trotzdem haben wir mehr als 4 Jahre nach Beginn der Revolution, mehr als 4 Jahre nach Beginn des Aufstands immer noch eigentlich mehr Fragen als Antworten. Und wir möchten heute viele dieser Fragen hier in diesen Raum stellen, möchten die mit internationalen Expertinnen und Experten, möchten sie mit der deutschen Öffentlichkeit, möchten die mit Journalistinnen, mit Politikerinnen diskutieren und hoffen, dass wir auf die eine oder andere Art und Weise dort eine fruchtbare Diskussion anstoßen können, um auch hierzulande die Diskussion in Bezug auf Syrien voranzubringen. Das ist sozusagen mein erster Wunsch an diese Konferenz heute, dass es uns gelingt, hier eine offene Diskussion, eine offene Bestandsaufnahme hinzubekommen zu dem, was in Syrien gerade passiert. Ich möchte jetzt ganz kurz überleiten noch zu Frederick Hoff. Er ist derjenige, der das Impulsreferat halten wird. Frederick Hoff war bis 2012 Sonderbeauftragter der Obama-Administration, heißt das, zu Syrien, zur Transition in Syrien, ist heute Senior Fellow am Rafik Hariri Center for Middle East am Atlantic Council. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist und uns mit dem Einblick in das, was auf der höchsten Ebene der internationalen Gemeinschaft diskutiert wird und mit einem sehr intensiven Blick nach Syrien hinein, mit seinen sehr intensiven Kontakten hier einen Input geben kann. Und als letzter Hinweis vielleicht noch, wir haben uns für diese Konferenz einen Hashtag für Social Media überlegt. Unter dem Hashtag Syria Outlook hoffen wir, dass wir viele Eindrücke von dieser Konferenz sammeln können. Und jetzt wünsche ich uns allen und euch allen und Ihnen allen eine erfolgreiche und eine gute Diskussion. Und wir hoffen, dass wir die Diskussion um Syrien hierzulande mit dieser Veranstaltung heute, mit Ihnen allen im Saal, ein gutes Stück voranbringen können. Danke.